Unsere Themen am Dienstag: neue Bedingungen für Cottbuser Sportler. Auf Rollen durch Cottbus. Und das Dorf Dissen zeigt sich. Das und mehr hier bei LTV aktuell. Feiern Sie mit uns den dritten Geburtstag auf dem Erlebnishof Gut Neusackow. Ein Fest für die ganze Familie mit großer Tiershow. Probieren Sie unsere Bioprodukte aus dem Hofladen. Staunen Sie bei der Ausstellung alter Landmaschinen. Spaß gibt's bei einer Fahrt mit der Ackerbanane, dem Traktor oder mit der Kutsche. Für gute Stimmung und Wohlbefinden sorgen Blasmusik und Ochse am Spieß. Der dritte Geburtstag auf dem Erlebnishof Gut Neusackow bei Forst. Sonntag, den 2. Oktober ab 10 Uhr. Hallo und herzlich willkommen zu LTV aktuell am Dienstag. Die Sportstätten in der Stadt könnten eventuell auf zusätzliche Förderungen hoffen. Klimaschutzmanagerin Susanne Feiler stellt das nun in Aussicht. Alle eingetragenen Sportvereine mit Gemeinnützigkeitsstatus seien berechtigt. Das Geld müsse nur für energetische Zwecke genutzt werden, etwa der Einbau von LED-Beleuchtung. Bis zu 40% der Kosten könnten übernommen werden. Ein Haken gibt es aber, die Ausgaben müssen bei mindestens 5.000 Euro liegen. Viel Geld für einen gemeinnützigen Verein. Die aktuelle Förderperiode endet am Freitag. Eine Einrichtung, bei der die Umbaupläne bereits so gut wie fertig sind, ist das neue Paralympische Zentrum. Das Haus am Sportzentrum soll am Dienstag eröffnet werden. Dort freut man sich auf die neuen Möglichkeiten. Seit letzten Sommer wird hier gebaut. Aus dem ehemaligen Chakra wird das neue Paralympische Zentrum mit Physiotherapie. Bis nächsten Dienstag soll das Projekt fertiggestellt sein. Und dann wird das einstige Fitnessstudio nicht mehr wiederzuerkennen sein. An dem Standort werden Trainingsräume zur Verfügung gestellt, Reha-Räume, Lagerräume, Trainerbüros, alles was rund um das Thema Leistungssport im paralympischen Bereich notwendig ist, wird in den Räumlichkeiten gestellt. Und zum Zweiten wird in dem gleichen Komplex die Physiotherapie für den Olympiastützpunkt Brandenburg ihr Heim finden, die jetzt, sage ich mal, etwas unvorteilhaft an einer anderen Örtlichkeit liegt und dort auch das erste Mal in großen Räumlichkeiten, verschiedenen Behandlungsräumen ihr Zuhause finden wird. Der Umbau kostet insgesamt 1,8 Millionen Euro. Das Land Brandenburg und der Bund beteiligen sich mit 93% an dem Projekt. Die Bereicherung der Stadt Cottbus durch den Bau des Paralympischen Zentrums ist groß. Es werden erstmals in Cottbus Räumlichkeiten für den Paralympischen Trainingsstützpunkt an einem Ort, in einer Sportanlage zur Verfügung gestellt. Das ist einfach der Hintergrund, dass sich der paralympische Sport in Cottbus so gut und so stark entwickelt hat, wie jetzt auch die 4 Medaillen aus Rio beweisen. Mit Fertigstellung der Umbauarbeiten hat Cottbus dann den modernsten Olympiastützpunkt in Brandenburg. Am kommenden Dienstag wird das Paralympische Zentrum eröffnet. Die Feierlichkeiten finden in der Hermann-Löhn-Straße 1 statt. Beginn ist 13 Uhr. Bereits am Sonntag kam es gleich zu zwei Schlägereien zwischen Asylbewerbern. Um 14 Uhr brach ein Streit zwischen zwei 18-Jährigen am Sachsendorfer Zelt aus. Beide verletzten sich gegenseitig. Einer der Männer musste daraufhin ambulant behandelt werden. Einen weiteren Streit gab es um 18 Uhr in der Hegelstraße, diesmal zwischen zwei 27 und 31 Jahre alten Asylbewerbern. Mehrere Personen versuchten zu schlichten, was zu einem Menschenauflauf führte. Zwei Verletzte mussten letztendlich im Krankenhaus behandelt werden. Der Herbstmarkt läuft seit diesem Wochenende. Er soll die Innenstadt um eine ländliche Facette erweitern. Heute sollte man dort aber vor allem was lernen. Die Kurznachrichten. Herbstmarkt in Cottbus. Seit Samstag findet in Cottbus der Herbstmarkt statt. Er repräsentiert das ländliche Leben in der Lausitz. Der heutige Tag war Kindern gewidmet. Sie konnten beim Basteln kreativ sein und bei einer Bauernmarkt-Rallye ihr Wissen unter Beweis stellen. Außerdem gab es viele Tiere wie Kühe, Pferde sowie Vögel und Lamas zu bestaunen. Der Herbstmarkt läuft noch bis zum 3. Oktober auf dem Altmarkt und dem Oberkirchplatz. Spende an die Tiertafel.
Das Dog-Festival am 17. September war mit rund 1000 Besuchern ein voller Erfolg. Dort wurden Spenden in Höhe von 355 Euro gesammelt. Diese wurden nun an die Tiertafel Cottbus überreicht. Sie hilft Tierhaltern bei der Futterversorgung ihrer Tiere. Die Spende wird für die Anschaffung von Futterboxen verwendet. Bolzplatz im Brunschwig-Park wird saniert. Der Sportplatz im Brunschwig-Park wird umgebaut. Die Spielfläche bleibt jedoch erhalten. Anwohner hatten sich über Ruhestörungen beschwert. Deshalb ist eine Nutzungsanpassung nötig. Die Arbeiten haben bereits begonnen. So wurden die Tore und Ballfanggitter schon abgebaut. Trotz der Sanierung steht der Sportplatz weiterhin als Spielplatz zur Verfügung. Die Zeiten, in denen Skateboarder oder BMXer noch am Rande der Gesellschaft standen und eher misstrauisch beäugt wurden, sind schon lange vorbei. Überall sieht man sie durch die Stadt rollen. Auch was die Strukturen angeht, ist man schon lange weiter als noch vor vielen Jahren. In Cottbus gibt es einen Verein, der sich komplett den Fun-Sportarten verschrieben hat. Cottbus Wheel ist ein Auffangbecken für alles, was schnell und gefährlich ist. Vereine der Region. Unterstützt durch die Sparkasse Spree-Neiße. Jean-Claude und Paul machen die Skatehalle bei Disneychen unsicher. Einer auf vier Rollen, der andere auf zwei Rädern. Beide sind Mitglieder des Cottbus Wheel e.V. Ein Skateverein, den es so nun schon seit 13 Jahren gibt. Beide beherrschen ihr Gefährt, auch wenn es manchmal doch in die Waagerechte geht. Für das Üben der gewagteren Stunts gibt es zum Glück eine weiche Alternative. Also das ist bei uns, das nennt man ein Formpit. Da sind ganz viele Schaumschnipsel, wie du hier siehst. Und da kann man Tricks reinüben. Man hat hier eine Rampe, nimmt von dort hinten Schwung, springt hier rein und kann halt neue Tricks, Saltis und so weiter quasi üben, perfektionieren, bevor man es auf hart quasi macht, auf Holz oder Erde, wie auch immer. Außerdem ist es ein super Ort zum Entspannen. Jean-Claude ist schon seit 11 Jahren bei Cottbus Wheel. Inzwischen ist der 25-Jährige der Vorstandsvorsitzende des Vereins. In den Jahren hat er viel erlebt, so auch das fast bevorstehende Ende von Cottbus Wheel. Der Verein stand kurz vor der Schließung und dann dachte ich mir, bevor ich meine 10 Jahre Arbeit aufgebe, übernehme ich das Ding. Und ja, seitdem läuft es ein halbes Jahr oder mehr als ein halbes Jahr und mal gucken, ob es funktioniert oder nicht. So sind Jean-Claude und seine Freunde immer voller Ideen und Tatendrang. Zurzeit wird in der Halle gebaut, den Vereinsmitgliedern und den Besuchern soll immer was Neues geboten werden. So soll es am Ende einmal aussehen, ein ganzes Stück Arbeit. Wir befinden uns gerade im Umbau und haben jetzt angefangen, den kompletten ersten Hallenteil mit einer Ebene aus Holz zu machen, damit wir diese Übergänge nicht mehr haben und damit alle Sportarten mit auch kleinen Rädern dasselbe Fahrgefühl haben und dieses Rucken nicht mehr haben zwischen den Rampen. Ja, jetzt haben wir die Anfahrt geschaffen und probieren uns jetzt von hinten nach vorne durchzuarbeiten. Bauen vorne jetzt die Rampen auch noch, damit man dann möglichst bald den ersten Hallenteil komplett geschlossen hat vor der Saison, also der kalten Jahreszeit. Und ja, damit möglichst viele Besucher kommen und Spaß dran haben. Also wird gebohrt, gesägt und gehämmert. Immer so, wie jeder Zeit hat. Wer Lust hat, in die Halle zu fahren oder sogar mit anzupacken, kann gern vorbeikommen. Immer samstags und sonntags treffen sich die Jungs von 12 bis 16 Uhr. Heute wurde viel geschafft. Nach getaner Arbeit lassen Jean-Claude und die Jungs den Tag in der Abendsonne ausklingen. Vereine der Region. Unterstützt durch die Sparkasse Spree-Neiße. Sicher, stabil, solide. Das ist auch wesentlich sicherer, als sich in Halfpipes zu stürzen. Die beiden Jungs können es aber wahrscheinlich eh kaum erwarten, genau das wieder zu tun. Indessen sieht man sich selbst als das Tor zum Spreewald. Entsprechend hoch hält man dort die eigenen Traditionen. Gepaart mit der Natur hat das Dorf zu jeder Jahreszeit viel zu bieten. Genau das können Sie in einem kurzen Film über das Dorf sehen, der von LTV produziert wurde. Und genau den zeigen wir Ihnen jetzt.
Vorher darf ich mich aber hier noch schnell verabschieden. Schalten Sie auch morgen wieder ein, dann begrüßt Sie hier meine Kollegin Kathleen Obanski. Und nun viel Spaß mit den tollen Bildern aus Dissen. Willkommen im Storchen- und Museumsdorf Dissen. Hier beginnt der Spreewald. Der Titel Storchendorf kommt nicht von ungefähr. 8 bis 10 Weißstorchenpaare brüten hier Jahr für Jahr. Damit ist Dissen einer der storchenreichsten Orte Deutschlands. Zwischen April und August kann man sie hautnah erleben. Hier machen viele ihre ersten Geh- und Flugversuche. Störche sind aber nicht die einzigen Tiere, die sich in Dissen niedergelassen haben. Selten kommt man so nah an Auerochsen und Wasserbüffel. Die Spreeau bei Dissen wurde aufwendig renaturiert. Mehr als 50 neue Tierarten haben sich hier angesiedelt. Natur, wohin das Auge reicht. Erreichbar zu Fuß oder per Rad. Im Dorfladen und Café Liska kann man aber zu jeder Zeit wieder Kraft tanken und sich mit regionalen Produkten eindecken. Die historische Dorfkirche zeigt sich schon von Weitem. Im Inneren ist sie reich verziert, die Decke ist bemalt mit hunderten handgemalten Pflanzen, Tieren und Symbolen. An den Emporen sind die wendischen und deutschen Psalme zu lesen und die Lebensgeschichte Jesu ist hier dargestellt. Direkt neben der Kirche befindet sich das Heimatmuseum. Hier dreht sich alles um sorbisch-wendische Traditionen, wie etwa das Ostereierverzieren. Das ganze Jahr über gibt es Aktionen für die gesamte Familie. Wechselnde Ausstellungen geben Einblicke in alte Zeiten und in die lange Geschichte der zweisprachigen Gemeinde. Dissen erinnert sich aber nicht nur an alte Traditionen. Bis heute werden sie auch gelebt. Beim Zampern vertreibt die Dorfjugend lautstark den Winter. Es ist der Auftakt zur wendischen Fastnacht, auch Sapust genannt. Beim Fastnachtsumzug wird getanzt und gefeiert. Alles natürlich in farbenfreudigen wendischen Trachten. So geht es von Haus zu Haus, ehe sich am Abend alle im Dorfgasthof treffen. Hier wird dann fleißig getanzt. Das soll eine gute Ernte bescheren. Im August sind besonders die Burschen gefragt. Der Kokott, das Hahnrupfen, ist ein uralter Erntebrauch. Auf dem Pferd gilt es, einem bereits toten Hahn, der an einer Ehrenpforte hängt, den Kopf und Flügel abzureißen. Mut und Geschick sind dabei gefragt. Wer als Erster den Kopf hat, wird erster Erntekönig. Die anderen mit den Flügeln sind Zweiter und Dritter König. Aus den Mädchen wählen sie sich ihre Erntekönigin. Die Einblicke in alte Bräuche reichen in Dissen aber noch weiter. Der Museumsteil Stari Lut ist eine Zeitreise zurück ins Mittelalter. In einer eindrucksvollen Kulisse ist ein slawischer Siedlungsausschnitt originalgetreu nachgebaut worden. Wissenschaftlich fundiert, zum Besichtigen und zum Anfassen. Einen üppigen Kräutergarten findet man direkt dahinter. Hier kann man die Frische der Natur anhand vieler Pflanzen kennenlernen. In Dissen gibt es das ganze Jahr etwas zu erleben. Natur, Gastfreundschaft und Traditionen sind hier fest verwurzelt. Herzlich willkommen in Dissen. Vitajšu knam do Dežna. Cottbus, Ihr Wirtschaftsstandort. Die Entwicklungsgesellschaft Cottbus ist Ihr Ansprechpartner
und öffnet ihnen die Türen. Bei Ansiedlung, zu Fördermitteln, bei Existenzgründung, bei Expansion, bei der Immobiliensuche und bei Ihrer Unternehmensentwicklung. Wir bündeln die Kräfte für Ihren Erfolg. So können Sie sich auf das Wesentliche konzentrieren, Ihr Unternehmen. Im Rahmen der Interkulturellen Woche 2016 laden die Agentur für Arbeit und das Jobcenter Cottbus am 5. Oktober zum Markt der Möglichkeiten ein. Zahlreiche Netzwerkpartner sind vor Ort und unterstützen mit ihren Beratungsangeboten. In einer Gesprächsrunde mit zwei Cottbuser Arbeitgebern und deren Auszubildenden stellen wir die ersten Erfahrungen mit der Beschäftigung und Integration von geflüchteten Menschen vor. Begleitet wird der Markt der Möglichkeiten mit einer Fotoausstellung und einem Film zum Thema Flucht. 5. Oktober von 13 bis 16 Uhr in der Agentur für Arbeit Cottbus. Weitere Informationen bei der Agentur für Arbeit, Bahnhofstraße 10 oder unter Telefon 0800 4 4 mal die 5 00. Da schmeckt man das Bier für hier. Das gibt's nur im Labyrinth, die neue Bierbar im ehemaligen Steineck. Über 30 Biere, 7 Biere frisch vom Fass. Nur im Labyrinth am Altmarkt, täglich ab 14 Uhr geöffnet. Gutes aus der Region und Herbstkirmes. Am 1. und 2. Oktober in der Spreegalerie Cottbus. Hofläden, regionale Erzeuger und Handwerker präsentieren ihre Produkte. Probieren Sie frisch gepresste Obstsäfte aus alten Apfelsorten. Weine, Öle, Backwaren, Ziegenkäse, Kräuter und Tees und andere regionale Spezialitäten. Viel Spaß gibt es bei den lustigen Kirmesspielen und im Streichelzoo. Herbstkirmes in der Spreegalerie. Am 1. und 2. Oktober mit verkaufsoffenem Sonntag von 13 bis 18 Uhr. In der Nacht ziehen einige Wolken auf, die aber keinen Regen bringen. Es bleibt relativ mild bei Werten um 11 Grad. Auch der Mittwoch startet eher bedeckt. Es bleibt aber freundlich mit viel Sonne und Frühtemperaturen von bis zu 16 Grad. Gegen Mittag kann es örtlich aber leichten Regen geben. Am Nachmittag wird es wieder spätsommerlich. Es gibt viel Sonne bei Höchstwerten von 20 Grad. Für Sie öffnet nun zum 10. Mal die alte Chemiefabrik in der Vorweihnachtszeit ihre Türen. In der Zeit vom 25. November bis 17. Dezember steht alles unter dem Motto Lametta, Sternchen und Dinner. Party, Spaß und Unterhaltung gepaart mit kulinarischen Genüssen garantieren eine tolle Weihnachtsfeier. Lassen Sie sich von Edwina de Potter and Friends durch die Show begleiten. Staunen, lachen und wundern Sie sich über Gesang, Pantomime und Kraftakrobatik. Buchen Sie noch heute und sichern Sie sich Ihre Plätze für die atemberaubende 10. Weihnachtsshow. Lametta, Sternchen und Dinner. Informationen und Reservierung unter Cottbus 48 666 00 oder unter www.alte-chemiefabrik.de. Lassen Sie sich von Gelenkproblemen nicht aufhalten, denn jeder Tag bietet die Chance, das Leben aktiv zu genießen. Vertrauen Sie bei Gelenkproblemen auf Rosaxan. Rosaxan gibt uns die Kraft der Natur für aktive Bewegung und Lebensfreude. 100% natürlich. Fragen Sie in Ihrer Apotheke oder Ihrem Reformhaus.